Hier. So Leute, weiter geht's mit Gebrüll und wir sind jetzt mit dem Lokis im Stream und gehen auch gleich ins Gefecht. So, ja, Lokis, wie alt bist du eigentlich? Du klingst noch verhältnismäßig jung. Ja, 13. 13, und du darfst jetzt noch 11 sein. Na, halt die Esse. Was ich darf. Solange man nicht erwischt wird, gell? Ich kenne das aus meiner Jugend. Da gab es zwar keine Computer, aber da hat man anderen Blödsinn in der Nacht vorgehabt. Ach ne, kann denn das wahr sein? Kann denn das wahr sein? Eben unterhalten wir uns über Malinowka und auf einmal landen wir auf Malinowka. auch gleich gegen Siemer. So, ja. Ich gehe hier vorne rechts gleich an den Stein ran und versuche die rechte Seite ein bisschen abzudecken, wenn die hier versuchen hier rüber zu raschen. Wenn die hier versuchen rüber zu raschen, gehe auf der rechten Seite, also quasi hier rechts von uns. Wie alt bist du? Ich sag mal so, 3 oder 4 mal so alt wie du. 13, 26, 39, what? Okay, 39, 42. Nee, weiter. Noch mal 13 drauf. 55. Ja. Weißt du, ich frag heute mal verdammt. Aber auch nicht mal anfangen will mit World of Tanks zu spielen. Also nee, das ist doch bestimmt so eine Kinderkacke. Ich so, ja, sag das mal nochmal so laut, weißt du? Der wird im September 37. Naja, wenn er kein großes Interesse am Spielen hat, dann ist es schwer, die Leute davon zu überzeugen. Ja, also. Weißt du, letztens, ein von meinem Clan, ich sag so, oh, ich will unbedingt den ESX haben, dann hat er gesagt, frag doch dein Vater, oder spielt er kein WoT? Nee, der spielt kein WoT, der wird mir überscheißen. Und ich sag, ja, gib mir mal bitte 40 Euro, damit ich mir einen ESX holen kann. Ich habe bloß ein E25 in der Garage als Premium. Ich habe E25 und Dicker Max. Ne, ich habe noch den T25. Ich hatte bis gestern Mittag noch den Super Pershing. Den habe ich allerdings verkauft, weil er einfach nur scheiße ist. Ich fand ihn scheiße, ich konnte damit nicht umgehen. Ja, manche mögen ihn, gell? Ja. So, jetzt kommt mit dem einen einschenken. Manche mögen ihn, aber ich merke persönlich auch nicht, weder als Dings noch als Feind jetzt. Ist er trotz alledem ganz schön schwer zu bekämpfen. Jetzt als wenn ihn als Sechser kriegen. Du musst einfach oben auf die Röhren schießen, genau, das weiß ich schon. Die zwei Stäbchen. Ja, aber treff die mal mit der Hellcat. Da kriegst du ja Zustände. Ja, jetzt versuchen sie hier blind unsere Stellung zu beschießen. Ja, war ja wohl nicht. Mach ich auch immer. Ja, deswegen stelle ich mich mal so ein bisschen seitlich hinter den Stein. Ja. Ein Stückchen vorrücken kann man dann immer noch, wenn es nötig ist. So. Sind jetzt wieder Leute eigentlich im Stream drin? Wie sieht denn... Nö, zur Zeit ist keiner da. Wobei die Anzeige auch nicht immer genau ist. Manchmal geht's an, dann steht es auf 0, dann steht es wieder auf 4, dann geht es wieder auf 0, dann steht es auf 8. Okay, also die Anzeige, die ist ein bisschen verwirrend. Und da schießt denn keiner den da drüben, den T43. Kommt er da nicht ran oder was? Komm da dran, ich verschieße aber. Wir haben sie nicht mal angekratzt, jetzt fährt er zurück. Ah, schade. Ja, der KV1 ist gerade nicht da genauso. Ich mache mir Sorgen über der Mühle oben. Wobei, ne, die sind durch. Ach, die sind schon durchgebrochen oben. Hellcat von... Ne, oben sind die noch nicht durchgebrochen. Ach, kann ich noch eine mitgeben, die müsste so da voll vom Sack gekriegt. Ich komme beim Bild ja nicht durch. Oben am Kopf. Nee, auf die Wanne. Ja, aber BDR eigentlich normalerweise oben am Kopf. Da hat dann auch oben so eine Kommandantenluke oder so, Kladderadatsch.
Da kann man eigentlich ganz gut vom Sack hauen. So. Ich gehe mal mit nach links rüber. Ja, links sind die gut eigentlich oben. Wo die Su 100Y, 100Y. Steht. Sagen man, die meisten auch Su 100 J oder so, keine Ahnung. Oh, was sind da jetzt gerade aufgetaucht? Ein VK. Ja. Kriegen wir den rein? Boah, der war ein Lucky Shot. Das war so okay. Ein Lucky Shot. Haben sie mich rausgenascht. Ich ziehe genau rechts neben ihm und treffe und der Schuss zieht nach links und trifft genau auf seinem Helm. Manchmal hat man wirklich diese Klicksschüsse, gell? Eigentlich war das ja eine Skill. Die von DOT nicht vorgesehen worden ist, wenn sie so in die Kuh reinfahren. Vor allen Dingen ist es dann ja, befriedigend, um es mal so zu sagen. Wenn es, wie gesagt, von WOT gar nicht vorgesehen war, dass du triffst, nee. Sondern dass vorgesehen war, dass du voll daneben hämmerst. Okay? Dann ist es oftmals am befriedigendsten. Weißt du, wenn die gerade in dem Moment vorfahren. Dann aber gerade auch ganz schön viele Ziele hier, ey. Ah, verdammt, ich krieg die SFV nicht rein. Jetzt hab ich natürlich nicht getroffen. So, warte mal, vielleicht krieg ich von hier. Ach, ist doch nicht mehr da. Verdammt. Der T43? Ja. Ja, auf den wollte ich auch gerade schießen. Gerade hast du einen Mod drin? Ich hab's Dickel mit Mod drin. Ja, den habe ich auch drin. Da siehst du doch, wie viel Damage du gemacht hast, gell? Ich hab's vom Dickel mit das Mod drin. Ja, habe ich auch. Das, ja, habe ich auch. Finde das eigentlich, ja. Ich habe mir heute mal das Odem Mortis oder wie das da heißt angeguckt. Odem Mortis, OMC. Ja, das der Rio Cut hier verwendet. Aber das ist ja ein, ich habe mir bei dem vom Rio Cut das Installationsvideo angeguckt von dem Odem Mortis. Okay. Ich hatte das vorher, hab's aber wieder runtergeschmissen, weil ich Stickloid besser fand. Das ist voll kompliziert. Ja, eben, genau, das ist mir aufgefallen. Also alleine die Einstellung, da kriegst du ja eine Krise. Ey, warum hast du mehr Erfahrung bekommen als ich? Bitte? Du hast mehr Erfahrung bekommen als ich. Das finde ich nicht so gut. Warte mal, ich habe mehr Erfahrung bekommen. Ja, obwohl ich guck mal, ich habe viel mehr Damage gemacht. Nee, weil du hast nichts aufgedeckt. Ich habe 549 noch aufgedeckt. Ja, das weiß ich auch. Und ja. Was ist sonst noch anders? Ich weiß nicht, ob die Fahrstrecke auch mit rein zählt. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ja. Sonst hätte ich eigentlich mehr gemacht, oder? Nee, ich habe 800. Nee, ach nee, Quatsch. Ach nee, das war ja der Schaden über. Ach hier, ich habe mehr Schaden über eine größere Entfernung gemacht. Schaden über 300 Meter. Nee, hast du mehr gemacht. Ja, also liegt's wirklich am Aufdecken. Ich habe noch 549 aufgedeckt. Deswegen. Mhm. Machst du stark? Okay. Machst du breit? Ja. Ich bin breit. Wir können ja dann auch mal 9 erfahren, wenn du nicht. Nee, denkst, du heute will ich keine 9 erfahren. Heute will ich 5 erfahren. Ich muss sagen, ich fahre die Großen nicht gerne. Die machen mir einfach keinen Spaß. Yeah. Ich habe immer das. Ich habe immer. Schönes Match. Und weißt du was? Ich habe gerade die große Kanone drauf gemacht, die wo Schuss 160 Damage macht, ja? Jetzt habe ich die Gun drauf, die HE Gun drauf. Guck dir die gegnerische Su-85 an. 1000 Gefechte. Ich hab die Stats nicht. Pass auf. Die gegnerische, die untere Su-85. 1000 Gefechte. 200 Gefechte auf der Su-85 und eine WN-8 von 163. Da kriegst du doch die Krise. Du? Wenn du solche Freunde hast, brauchst du keine Feinde mehr, gell? Und du? Was hast du für Werte? Ich hab 14.000 Gefechte, 800 auf der Dings hier und eine WN-8 von 1020. Ich wusste früher nichts von den WM8. Ja, hab da quasi einfach bloß so drauf zugespielt und mich da auch weniger drum gekümmert. Ja, in letzter Zeit achte ich da ein bisschen mehr drauf, dass die WM8 nicht außer Fugen gerät. Ja. Ach du Scheiße, guck mal, was an der Heavy-Straße ist. Muss allerdings auch sagen, dass. Ja, was musst du allerdings sagen? Warte. Ach, shit, daneben.
Muss allerdings auch sagen, dass ich ja, bis vor ein Vierteljahr eigentlich nur alleine gefahren bin. Okay. Erst so vor ein Vierteljahr habe ich angefangen hier Wenn mit. ich fahre, dann fahre ich immer mit jemand anders zusammen. Entweder Ich im fahre mal Team vor, oder ich so. komme mal zu dir vor in die Schlachterkasse. Das sieht wirklich gefährlich aus, was hier unten vorne los ist bei euch. Sieht nicht sogar so aus, ist sogar so. So. Nicht, kann man hier durch? Kann man da durchschießen? Ich weiß es jetzt gar nicht. Bei der Su-85 glaube ich, die Kanone beschädigt oder kaputt gemacht. Ne, kriegst du nicht rein, den T49. Scheiße. Ah, drüber geschossen. Ja, momentan krieg ich gar nichts rein. Momentan Na, fahr ich schieße über die Su drüber. ich hier bloß rum wie so ein Trottel. Und wir von anderen Leuten geschossen. So. Ja. Wusch, Sechse Wegwaffe. sind drauf. Ach, ne. Ey, ich habe überhaupt noch keinen Schaden gemacht, gell? Ich habe nur 298. Ja, komm, fahr ich hier durch. Ja, das ist dann oftmals bei solchen Gefechten mit solchen Noobs, gell? Und das sind Noobs, gell? Da kann man jetzt nicht, das hat jetzt nicht mit Schimpfwort oder so zu tun, gell? Also, guck mal, wie die Das sich sind nur absch Komplimente. guck mal, wie die sich abschlachten lassen, gell? Also, das sind definitiv Noobs. Ja. Da hat man dann auch oftmals richtig Schwierigkeiten, um überhaupt auch irgendwie zum Schuss zu kommen, gell? Ich will jetzt hier nicht Basis einnehmen, Leute. Entweder wir kippen oder wir fahren zurück. Ja, ich würde sagen, ich fahre mal hier lang. Und guck mal kurz hier und fahr zurück. Das interessiert mich, das Cappen. Hier wird nicht gekappt. Ah, Mathilde, aber kriegst du nicht rein. Ah, verdammt. Du hast einen KV-1 entdeckt, sehe ich gerade. Ach Mann, was sind denn das für Idioten? Die sollen aufhören zu cappen. Ich kann nicht gleichzeitig rein und... Das sind einfach Idioten. Bei 10-6, da cappt man doch nicht. Ach, was sind denn das nur für Noobs? Mann, Ja, und jetzt fährt. da gehst du aus so ein Gefecht mit 10-6 raus, mit 0 raus, weil die, ach ja, jetzt endlich hat sie immer geschossen, Mann. Schwach der Welt, alles Wiedersehen, Ey, du Arschloch. Drecksack, ey, jetzt ohne Scheiß. Hab ich dir die Ding weggeschossen? Ehrlich? Ich schieße dir gleich eine hinten rein. Ich hab nicht... Das geht bei mir gar nicht. Ich kann keinen hinten reinschießen, weil ich beim Dick Vor Limit allem die Mod. Feier an, du hast Friendly Genau. Fire angemacht. Und das habe ich ausgemacht, extra für solche Fälle. Nee, ich hab's angelassen. Schon wegen der Minute. Oh, was ist hier? Weißt du, Schon. man hat den Typ runtergeballert, man hat kassiert, weißt du, und dann kommt schon eine Su-85 und klaut erstmal den Kill. Für mich zählt bei dem Spiel nur eins, Rohr weg ist Rohr weg. Ich nehme das niemand übel, wenn da mir wenn da mir jetzt einer was wegnimmt. Hauptsache das verschissene Rohr ist fort. Das ist das Tonnenab, du Wichtigste. hättest mir ruhig mal den Kill lassen können. Ich hab sogar nachgeladen gehabt. Mister. Wo ist denn der Letzte? Das müsste die Mathilda... Ich hab dem M4 430 Schaden reingehauen.
Haben die jetzt durchgekämmt oder was? Durchgekappt? Gekappt, ja. Ah, Mann. 14, ich, 9 ich, zu 14. Der M4 hat ja den Wolverine getötet, gell? Was zur Hölle habe ich denn jetzt? Wollte den gerade töten, weißt du, und dann hat der M4 den getötet und dann habe ich den eine reingehauen, gell? 430. Ich habe einen komischen Orden gekriegt. Überleben Sie mindestens 5 Gefechte in Folge, ohne Schaden zu nehmen. Euch jetzt Was gerade. Bist denn du für ein Camper, ey? Unbesiegbar. Ey, ich bin kein Camper. Unbesiegbar steht hier. Was für nutzloses Zeug. Aber ich könnte noch ein paar Punkte einfahren. Ich könnte noch ein bisschen was einfahren an Schaden. 585. Eine könnte Frage, ich noch hast du machen. Premium? Ich habe im Moment Premium, ja. Ich auch. Noch Aber, 42 Tage. Nee, ich habe nur noch 11 Tage. Da war jemand so lieb und hat mir das geschenkt. Und dann habe ich noch mal hier 3 Premium-Tage gekriegt, hier bei irgendeiner Aktion hier. Wenn du 15 Gefecht, bei 15 Gefechten auf dem dritten Platz bist, dann hast du 3 Premium-Tage gekriegt oder sowas. Also hast okay. jedes Mal, wenn du auf dem dritten Platz gelandet warst, hast du Feuerlöschsystem gekriegt, 3. Und dann, wenn du das 15 Mal erreicht hast, dann hast du 3 Tage Premium irgendwie gekriegt. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch geht, können wir aber nochmal gucken. So, Kloster gegen... Ich sehe gerade, du hast ganz schön viele Gefechte hier. Ganz schön viele Videos. Jojo. Uiuiuiui. Aber das. Jojo. Du hast so viele Videos, aber so wenig Abonnenten. Naja, ich war. Ich du machst war... nur von World of Tanks Videos? Nee, Gottes Willen. Ich habe auch hier den. Singularity oder so. Singularity und ach, viel Rissen und all mögliche gemacht. Du, wo fahren wir lang? In der Mitte? Ich bleib erst einmal. Okay, ich fahr da ins Kloster hin, da. Und du versuchst, wenn ich aufs Foto kannst, ich von hinten drauf schießen. Ich fahr hier, deck die Dingskasse ab. Also quasi die Auffahrt. Vom Kloster. Auffahrt? Ja, da fahr ich auch hin. Genauso habe ich es auch gemeint, dass du dich da hinstellst und wenn da was kommt, dass du drauf schießt. Wir sind ja schon wieder im 7er Match gelandet. Sie sind gleich mit der verschissene T49, da jetzt ich gerade rauframmeln wollte. Bin ja schon wieder im 7er Match gelandet. Hab ich noch eine zweite eingeschenkt. Schöne. So, jetzt bist du hier. Oh. Ihr beschießt mich irgendwas wie Sau. Riecht hier gerade wie Sau vor den Sack. Was ist denn das? Irgend so ein verschissener, was ist das? T59-16. Hat mich jetzt hier gerade geknistert wie Sau. Wo ist denn dieses Mistvogel? Da oben drin. Aber keine Scouts dort. Nee, da ist noch nicht mal aufgedeckt worden. Und hat mir hier den... 5 auf den Sack gehauen, das Mist vorhin. Da ist ein T-34-1. Aber ein T-34-1, den habe ich gerade eh mitgegeben. Noch eine? Ach, verdammt, nee, in dem Moment habe ich daneben geschossen. Jetzt ist er stand so schön quer. Oh, ich hätte ihn so schön eine mitgeben können. Da oben ist ein Panzer, ha? Ist da unten oder ist da oben auf dem Dings? Krumbel kriege ich nicht rein. Ach, davon ist ja der Teufel los bei euch. Warte mal. Ich geb mal die Röhre mit. Aha, mit 64 Leben. Ach, kritischer Treffer, wie ich sowas hasse. Die versuchen es hier wie die Blöden. Über das Dings. Ich muss schon wieder fort. Ah, schon wieder eine drauf gekriegt. Diesmal von. Ach, shit. BTR G1B hat mich erwischt. Haben wir hier ein paar AFK-Leute oder was? Ja, ganz schön viele. Oder keine Ahnung, was sie da macht. Egal. Kommst du raus? Der VK, da steht doch bloß hier. Gleich melden. Da ist der. Ist der AFK da 3001? Wir beschützen die Arti. Zu zweit. Na ja, gut, das ist auch der Gefecht.
sind es mir 5er. Ja, trotzdem, wir sind ja auch vorgefahren. Und habe immerhin, ich habe 934 Schatten gemacht, immerhin. Warum fahren die nicht auch vor? Kommst du raus? Hm? Kommst du raus oder wie sieht's aus? Nee, ich muss in den Gefecht der Tonne bleiben. Die Leute wollen sich das jetzt bis zu Ende angucken. Warum denn? Ich will noch ein anderes Gefecht machen, so lange. Und dann zeigst du die Werte. Das scheint wirklich, das geht wirklich im Bach runter. Das geht wirklich im Bach runter. Also da hätten sie jetzt, wenn die zwei, wenn der Excelsior und der Dings mit vor an die Kante gefahren wären, okay, hätten wir die viel besser aufhalten können. Nö, da stellen die sich, also die jetzt übers Kloster gekommen sind. Nö, da stellen die Vollidioten. Wieder 5er? Ja. Da stellen die Idioten sich wie die Bekloppten hier ins Dings rein, hier hinterhin vor der Orti hin. Was soll das? Denn sie treffen ja von da überhaupt nichts, gell? Wann lädst du dann das Video hoch? Ja, also nacheinander, ich lade die dann immer nacheinander hoch, also wegen der Reihenfolge. Ja, wann okay. So lädst du das heute, morgen? Nö, nee, das ist also heute früh werde ich dann auf jeden Fall das erste hochladen und dann Mittag rum ist das zweite. Okay. Je nachdem wie viel es halt wären. Okay. Bin wahrscheinlich immer noch bis 6 Uhr oder so da. Bei mir geht das nicht nach Zeiten. Wenn es oben ist, ist es oben. Nee, ich bleib mit. Ich meine jetzt beim Stream, so lange bin ich noch da. Oder halt mit dir spielen, so. So, na schauen wir mal. Ich mache mich hier rechts ja, auf diese Hucke. Weil mit dem ist nicht groß hier. Weißt du, mit dem M4 lande ich in solche Gefechte, aber nicht mit dem KV1 mit der Heike. Beziehungsweise mit der normalen Gun. Ich glaube, das liegt an der Gun, weil guck mal, ich hatte die normale Gun drauf, sind wir im 7er Match gelandet. Ich habe die HE Gun drauf gehabt, sind wir im 5er Match gelandet. Dann habe ich wieder die normale drauf gemacht und dann sind wir wieder im 7er Match gelandet. Ja, also diese Einsortierung, ich weiß auch nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was das überhaupt noch soll. Okay. Also ich frage mich die ganze Zeit, warum WG mit purer Absicht die Leute frustriert. Okay. Indem sie ich war auf der Gamescom gewesen. Warte mal ganz kurz, indem sie wirklich in Gefechte reingeschickt, wo sie nichts zu suchen haben. Okay. So. Was willst du mit der Valentine? Ich habe letztens die Valentine gespielt. Was willst du mit dieser verkackten Valentine in einem 6er Gefecht? One Shot, buch, bist du fort. 20 Sekunden im Spiel, buch, bist du fort. Was soll das? Das ist doch, das macht doch den Leuten keinen Spaß. Das frustriert doch nur sowas. Aber nein, immer wieder dasselbe. So, schade, ich habe gedacht, ich kriege den. Weißt du, was ich letztens kurz davor war? Ich war auf der Gamescom gewesen, ja, bei Wargaming. Extra nur wegen World of Tanks. Mal kurz davor ein Brett mitzunehmen, die in die Eier zu schleudern und sagen, der ging nicht durch. Ja. oder sagen, kritischer Treffer oder sonst irgendwas. Ach genau, da fällt mir gerade ein. Ich wollte ja von dem Malinowka noch was erzählen. Das Schönste war ja. Dass ich dann von der Seite rüberwärts geschossen habe in unserer Basis, weil diese Idioten dann versucht haben, dort einzunehmen, die Basis einzunehmen. Ich habe gedacht, ich spinne. Warte mal. Ich muss erstmal bei dem Hallo sagen. Ich habe gedacht, ich spinne. Da ist ein VK seitlich zu mir, wirklich seitlich zu mir. Und ich haue drauf, dreimal, und dreimal geht's, ja, durch, also quasi, ach scheiße, ist da einer im Berg noch verschwunden, da Mistvogel. Komm noch mal raus. Ah, bleib stehen, ja gut, toll, weg war. Dreimal in die Seite geschossen, in den Turm, und dreimal ging es durch das Fahrzeug durch, gell. Ich hab gedacht, ich krieg eine Krise, gell.
langsam normal bei Wargaming. Die Aber brauchen Tanks am besser. meisten kotzt mich halt, wie gesagt, die Artis an und die Tatsache, dass ich der Meinung bin, dass diese ganzen, ja, das hat mit den zwei Stufen nach oben, das ist einfach zu viel. Weißt du? Manche haben auch begrenztes Matchmaking. Wenn du mit einem Dreier in einem Fünfer Gefecht landest, Ja, das ist hier, scheiße. weißt du bist ein One-Shot, gell? Wenn ich hier mit dem Dings hier, ich habe ja gerade die S35 CA, habe ich ja gerade, gell? So, na, was glaubst denn du, was mit so ein Hetzer hier zum Beispiel passiert? Ja, genau das. Und selbst wenn er seine volle Struktur gehabt hätte, wäre er jetzt weg gewesen. Okay. Das ist doch arschlos. Weißt du? Das ist arschlos nicht für mich, für den, der schießen kann, so einen kleinen Panzer. Aber das ist doch frustrierend für den, der in so ein Gefecht reinkommt mit einem Dreier- oder Vierer-Panzer. Okay, also. So, kriegt er den T49? Nee. Ja, ich krieg ihn auch nicht rein. Vor mir kommt erst noch so ein T46 auf, weißt du? Will auf den Alektor schießen, sieht mich nicht und ich schieß beim ersten Schuss durch den Panzer durch. Ja, ich krieg sie nicht rein, die zwei. Da ist ja auch noch der Medium. Warte mal, ich komme auch mal mit dem Panzer. Bam! Oh, ich mach ich jetzt hier. Geil! Das ist schon eine Das war Schlitter. ein geiler Schuss. Das war einfach nur ein geiler Schuss gewesen, gerade bei mir, für mir. Wen hast du denn erwischt? In T49. Ah. So, greifen wir mal hier drüben Der an. M2 Medium schießt gegen die Wand. Ja, vielleicht hat er die Schnauze voll, er will bis noch rummotzeln. Der Valentine AT hat mich abgeschossen, ne Penner, Alter, mit HE. Mein eigener, gell? Ach ja. Das ist noch gar nichts. Ich bin vorgestern war das wohl in Gefecht rein. Da waren wir auch zu dritt im Team. Und Habe aber nur das noch war 32 Leben. Südküste, also nicht Süd hieß das, also Küste, jetzt früher hieß das mal Südküste, glaube ich. Oder Stille, ach nee, früher hieß es Stille Küste. Und ach so, das ist da kannst du auch schießen. Uch, wir haben nicht mal einen angekratzt. Ein M3 Stuart wollte mich verscheißern. M5A1 zu erwinnen, oder? So. Stück und was hat man jetzt gerade? Ich wollte es gerade noch. Gewonnen. Ja, ich wollte es gerade was erzählen, hab's aber wieder vergessen. Welchen die Scheiß Stuart. Ist auch egal. Auf jeden Fall, ich habe nur noch 32 Leben gehabt. Wegen dem Valentine AT. So, ich schätze mal, das andere Gefecht haben wir verloren. Weiß nicht, ich weiß nicht. Ah, au, ich habe jetzt gerade hier jemanden. Kann ich hier denn bei mir? Kann ich hier was geben? Was ist denn das? Was bist denn überhaupt für einer? Ach, der Richtschütze. Ein Richtschütze kann ich hier was geben. Ja, Ich was habe hat die denn da jetzt meiste Erfahr ich habe die meiste angesetzt? Erfahrung im Team gemacht. Angesetztes. Was ist denn das überhaupt? Das Anvisier bleibt durch diesen Vorteil 2 Sekunden. Ach, guck an. Was Das geht? ist ganz günstig. So, warte mal ganz kurz, ich muss erstmal hier meine Dings aussuchen. Okay. Ich werde ihm, ja, was gebe ich dem? Ach scheiße, ich gebe ihm Tarnung, komm. Auswählen, US. Ich habe die So. meiste Erfahrung zu einem Team gemacht, gell? Aber du hast am meisten Damage gemacht. Naja, mit dieser S35 CA, das ist ja eine Mörderkanone, weißt du? Ja. Hat allerdings auch eine Ladezeit von über 10 Sekunden. Auch hier ist ja mein Stream drin, ne? Wünsche ich einen guten Morgen. Wer ist denn das? Mal gucken. Ach, der Roderick. Wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir, Roderick. Ach Wünsche so, ich dir halt, auch. Quatsch. Su wollten wir ja haben. Su. Soll ich schon mal die HE gern drauf packen? Beim KV1. Beim KV1. Dir überlassen. Packen. Aber der HE-Gun ist natürlich eigentlich nur geeignet, um wirklich direkt an der Front zu kämpfen. Okay. Weiß ich auch. Fernschüsse sind mit der HE-Gun nicht unbedingt jetzt So, so. nee, nee, mich interessiert es jetzt nur, ob wir in den 5er oder ob wir in den 7er kommen. Meistens liegt daran. Simo. Mach mal die HE-Gun wieder runter.
Nee, vorhin sind wir ja mit der Jäger in N5er gekommen. Und mit der normalen Gun auch, Ach also, so. wo ich nicht, ja. Ach so, rum war es vorhin. Ja, also wie gesagt, das stimmt nicht, dass das Einfluss hat, ob welche Kanone du drauf hast. Scheiße. Okay. Aber du weißt nie. Ach, guck dir den Hä? da oben an mit seiner ISG. 2000 Gefechte. Ach so, siehst du ja nicht. 2000 Gefechte und gerade meine Dings, eine WN8 von 317. Gell? Bot. Ja. Bestimmt Bot. Wer ist denn noch schlimmer? Wie heißt nur eigentlich im Real Life? Im Real Life Henrik. heiße ich Stefan. Aber die meisten nennen mich trotzdem bloß Charatan oder Chara. Erraten. So, ich mache mich hier oben zwischen der Häuser um die kleine Stadt Kleinstadt. Ich nenne dich Steffi, okay? Da erschlage ich dich ja. Ich bin doch kein Weibchen. Na gut, dann halt Stefanie. Ja, genau. Stefanchen. Stefanie wird mit PH geschrieben meistens. Ich war mit ENF geschrieben. So, kommt er noch durch die Stadt? Das ist die Frage. Nun kommt STAFFE, keine Ahnung. STEFFAN. Nee, Oder nee. was? Nur ENF. STEFAN. Okay. So, drüben scoutet natürlich keiner. Fahr mal vor mit deinem MD25. Dazu ist das Ding da, dass du hier vorne scoutest. Ach man, was ist denn das wieder für einer? Siehst du, da steht hier die Panzer rum und du kannst sie nicht beschießen, weil sie nicht gescoutet worden sind. Ja toll, wer hat mich jetzt gescoutet? Arti? Oh scheiße, ich muss weg hier. Arti. Nee, mich beknistert ein MT25. Beknistert mich mein eigener Dings oder was? Wer hat. Ach nee, das ist ein feindlicher MT25. Ich dachte schon, weil der auch immer oben ist. Gottverdammte Drecksau, wenn ich dich ins Visier kriege, dann kriegst du sowas von einer drauf gebratzelt. Oh, die Kanonen haben sie mir zerschossen, die Mistvögel. Ah, sehe ich nicht mehr. Ach, das ist auch noch Jagdpanzer da oben, natürlich. Böse erwischt, gekettet haben wir hier. Komm, 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 komm. Jo. Schön, und noch eine, bitteschön. Komm, ja, und tschakka. Wunderbar, wenn jetzt noch eine Sekunde lang stehen bleibst, bist du am Arsch. Oh, jetzt muss ich erstmal in die Deckung gehen. War das jetzt gerade hier drüben? Ich hab gerade was gesehen hier. Bist denn du? 59, 16. Oh Scheiße, ich muss weg hier. Ihr Ah, Hummel hat mich schon gerade wieder diese abgeschossen. verschissene MD25. Wie kann der mich die ganze Zeit hier denn aufmachen? Das gibt's doch gar nicht. Und ich steh diesen Mistvogel nicht. Schon das zweite Mal. Da hat mir schon die halbe Karre klar geschossen. Drecksvogel. Hat gerade einen vor den Sack gekriegt. Ich hab zwar kein Damage gemacht, aber wir haben es gewonnen. Ja. Kriegt er den M95-16 dann mit 1 HP? Hast du den weg? Hast du weg da? Nein. Oh, was macht denn der hier? Ach, das ist auf mich aus, der Kollege, oder was? Einfach ran. Ja, das Problem ist, ich habe hier drüben noch rechts den MD25, da mich schon die ganze Zeit hier beknistert, die Mistsau. Hast du ihn weg? Gut. Ich nicht, der IS war. Gerade, ach nee, das Nee, sind. A45. Ach nee, das ist jetzt bloß noch ein T25, da hier drüben rumturnt. Ich fahr da nicht hin, ich bin doch bescheuert. Ich habe noch eine Struktur von 73. Ich habe noch eine Struktur von 73, da fahr ich doch nicht da lieber. Aber schön mitgehen konnte ich jetzt noch eine. Ach, wunderbar. Kann ich noch in dir? Weg war. Weg war. T25-2, das ist der, der nach der Hellcat kommt, gell? Ja.
Ja, das sind sie ja nicht besonders. Die loben sie ja nicht gerade besonders, gell? Wer guckt denn da jetzt nochmal zu? So. Wer ist denn der? Das ist der Roderick, der dazu guckt. Warte, was schreibt er? Genau, im Kleintiersegment unterwegs. Ja, also du brauchst ja immer, brauch heute da, heute, also ich habe vorhin angefangen mit der Katze, habe 6 Gefechte gemacht und 5 verloren. Hatte ich die Schnauze voll gehabt, da bin ich auf die Sue gewechselt. Wollen wir So, mal hast du Stöcke doch noch, ausprobieren nochmal? hast ja doch noch Schaden gemacht. Ah ja. Hast ja Willst du doch noch. nochmal Katze fahren? Nö. Wollen wir nochmal Katze fahren? Nö. Das ist mir zu blöd. Wenn es eh schief geht. Wollen wir mal Doppelzug E25 fahren? Ach, die fahre ich eigentlich in letzter Zeit auch nicht. Ach, ich wollte halt Na, eigentlich ich. nur 5er fahren. Das ist entspannender und Dann fahren wir halt Fünfer. Mir ist egal, weil erfolgreicher. ich brauche ja Credits. Ich habe nur 462.000, weil ich mir ES3 gegönnt habe, obwohl ich schon ES8 habe. Aber für 8er CW braucht man das natürlich, genauso wie den T21 für Scharmützel. Bollwerk. Ach so, ihr spielt im Clan hier, gell? Bollwerk und so ein Zeug, ja. Ja, muss ich jetzt mal langsam auspacken, weil ich bin heute aus meinem anderen Clan raus, damit ich in einen anderen Clan reingehe, weil die haben nichts gemacht, gar nichts, Was willst du denn dir nichts. von Achter holen? Ich habe schon Achter geholt. Welchen? IS3. Oh Gott, naja. Ich hab meinen wieder verkauft, weil ich nur die Schnauze voll hatte von dem IS-3, dass ich ihn nur noch weghaben wollte. Also ich kam mit dem, also ich weiß auch nicht. Der ist eigentlich ein ganz geiler Tank. Ich bin jetzt beim IS8 und der ist so scheiße. Also im Verhältnis zum Tiger 2, weißt du, ist das eine reine Dreckskarre. Ja, Malinowka, gell? Ja, Auf Malinowska geht's. halt. Ja. Und wieder auf der Seite, und jetzt auf der Seite, wo man eigentlich am ehesten verliert. Erstmal zurückfahren ein Stückchen, dass sie eigentlich gleich vor den Sack hauen können. Vielleicht rammelt ja wirklich einer von uns auch gleich vor auf der linken Seite. Aber sieht nicht so aus, oder? Der Panzer 3. Dass der was aufmacht. Oh, der Lux geht vor. Siehst du, haben sie schon den ersten weggeknallt. Mal sehen, ob es der Lux schafft. Hier, Churchill 1 haben sie aufgedeckt. Ah, Querschläger. An so einen verkackten Churchill 1, gell? Mann. Och, wo ging denn die Murmel hin? Ja klar, ich bin gespottet. Ja, ich auch gerade. Ich bin auch gerade aufgegangen. Ich sag ja, das ist unfassbar. Wie heißt er jetzt hier? Electrics oder? Ja, schön, ich bin immer noch gespottet. Ja, ich bin jetzt auch gerade wieder aufgegangen. Hindert mich auch nicht dran, der Su-85 später hinten eine drauf zu knistern. Aber woher bitte schön? Das frage ich mich die ganze Zeit. Oh, kein Schaden von der Sü, von, aber ich bin noch offen, irgendwie bin ich noch offen. Deswegen mache ich mich jetzt hier weg. Wo bist denn du? Bin tot. Haben die dich erwischt? Wie ist denn das Keine passiert? Ahnung, wie ich offen war. Wie ist denn das passiert? Frag ich mich auch. 100. Das ist ja scheiße, gell, wenn sowas passiert. Na, ich war ja auch, ich stand ja auch ziemlich weit hinten und war auch. Rechts. Panzer 3. Ja, aber den werde ich wohl nicht reinkriechen. Oh, da ist uns. Ah. Oh, das sieht nicht, gell, die Drecksau. Schießt auch noch mit Geld, da Mist vorher. Und dann auch noch ein Haufen FV-Artis. Ich stehe nicht. Das ist das Problem bei der Su-85.
dass die plus 280 Meter Sichtweite hat. Und ohne Dings hier förmlich aufgeschmissen ist, gell? Oh, totgerammt. Na gut, das ist natürlich auch eine Möglichkeit zu kämpfen. Einfach tot rennen lassen. Nur das Problem ist, dass ich jetzt hier alleine bin. Warte mal, ich muss mal noch an den nächsten Felsen rangehen. Zwei Artis, zwei FV-Artis, ne, prickelnd. Jetzt kommt der KV-1S von unten. Wenn sich nicht beeilt, bin ich schon am Arsch. So, FV-Artis sind im Zug, genauso. Ne, sogar mit einem KV-1S noch. So, 7-7 steht's, na toll. Na, prickelnd. Hier. Warum? Nee. Mich hat hier gerade der Arti aufgedeckt. Geschießen. Ja. Jetzt hab ich geahnt. Ich hab mich hier der Arti. Die Su-85 wurde als letztes gespottet. Warum bleibt dieses Arschloch mit seinen KV-1S da unten stehen? Wieso ist der nicht mit raufgefahren? Hier dieser Vollpfosten hier, wo ist denn der? Ach Quatsch, falsche Taste. Quatsch, immer schon wieder falsche Taste, Mann. Hier dieser Vollpfosten. Ach so, weil er bloß noch 73 HP hat. Ey, VK, da ist ein T-150. Würdest du mal bitte rüberfahren und die mit bekämpfen? Herr Rot, was willst du denn da weiter sagen, gell? Ja. Dass da auch noch daneben schießt, war klar. Gott. Diese FV-Art, das ist auch zum Kotzen, gell? Diese scheiß Dinger, das ist eine Frechheit. Die fahren die Dinger wie ein Tankdestroyer. Mann, ich krach hier. Die fahren die Dinger wie ein Tankdestroyer. Wieso ist er jetzt wieder aus der Dings rausgefahren hier mit seinem Panzer 4H? Wie ist er nicht im Cap drinnen stehen geblieben? Hinterm Haus. Die fahren die Dinger wie TDs. Ach, das war jetzt wieder ein tolles Gefecht. Die fahren diese FV-304 wie ein TD, können über Berg drüber hinwegschießen, was kein TD natürlich kann. Also das ist auch zum Kotzen, gell? Und was ist denn das für ein Fost? Was ist denn, da steht da hinten mit seiner AL-44 die ganze Zeit? Der ist an der gegnerischen Base. Ja, was macht er da drüben? Was hat er da drüben gemacht? Er stand die ganze Zeit hinter dem Felsen. Da ist er so nützlich wie ein zweites Arschloch. Nein, das war ein Arschloch. Die standen doch schon in der Base drin, die hatten doch schon eingenommen. Angefangen einzunehmen. Wieso ist denn der eine wieder rausgefahren? Wieso ist der AL-44 nicht reingefahren? Das ist die Frage. Ja, da kam mir jetzt überhaupt nichts bei rüber. Nee. Das war jetzt wirklich ein Schuss. Das war jetzt nur gut für die Winterhilfe. Mal sehen, was der Schatz sagt. Man schmeißt halt am Freitag im Winter. Ja, genau. So ist es wirklich immer. So. Ich gucke nebenbei immer noch im Schatten nach, was geschrieben wird. Der soll mal hier was fragen, ja. Das ist voll langweilig.
auch, ich habe gemerkt, die meisten im Stream, die wollen eigentlich nur gucken. Ab und zu chattet mal einer. Die meisten? Okay. Also sind mehrere schon drin. Ja, nee, jetzt momentan ist bloß der Roderick da. Roterik. Roderick, ja. So, was haben wir hier vor dem Team erwischt? Naja. Halbe, halbe. Ich werde hier links an diese Mühle gehen und schauen, was hier denn am Wasser lang gehuscht kommt. Und sollte es eventuell auf der Zwehrlinie Probleme geben, werde ich mich dorthin machen. Eine Frage war, guck mal rechts, hier kann man noch reinfahren, gell? Da lang. Da stellst du dich hin. Ich fahre hier vorne. Hier. Und dann kannst du von da hinten hier drauf wirken. Das sind die Fluchtmöglichkeiten gleich null. Wenn da vorne mehr drüber kommt, also größer drüber kommen, bist du als TD, ich habe ja bloß 350 HP, okay, ein One-Shot. Da Also hinten ist ein Gebüsch. für ein KV-1, von KV-1 mit Trollgun bin ich ein One-Shot. Ich hab die normale Gun drauf. So. Hier kann ich zumindest das erste Mal, wenn was aufgedeckt wird, nach in die Richtung wirken, hier Richtung See, hier. Und fährt der T5, ach ne, hey Leute, wir brauchen hier noch einen Scout hier. Oh, erstmal Teamtraining gestern gab, 2 Stunden lang ist fast, In so der Stadt Teamübung. sieht es natürlich extrem leer aus, gell? T46, T28, Panzer, was ist das? 3. Also nur Kleinkram. Ah, vor mir auch gerade. Oh. Wenn meine Sichtweite nicht so gering wäre, ich kann ja auch hier nicht scouten, gell, nach drüben. Weil meine Sichtweite wirklich so extrem gering ist hier beim bei der Su-85. Das siehst du so gut wie gar nicht. Obwohl ich schon Fernfernrohr drauf habe, gell. Fernfernrohr gibt ja nur, damit du spottest. Ach Mann, ich Idiot. Stand ich nicht richtig, konnte sich da. Entspiegelter Objekt ist für Ding. Für mehr Sichtweite. So, hier versucht gerade ein KV-1 durchzubrechen. Sehe ich nicht mehr. Ach Mann, dieser blöde Tannenbaum hier davor. Das kann doch wohl nicht wahr sein. So. Jetzt bist du am Arsch, du Mistvogel. Kann aber nicht Warzenschwein hier. Oh, in der Stadt brechen sie durch, gell? In der Stadt sind sie am Durchbrechen. Fliegt ja gerade aus allen Richtungen. Feuer aus allen Richtungen. Wo ist er, der M7? Ach, hat mich so ein scheiß Su-85i weggemacht. Ja, genau derselbe Fehler. Ja, das lernt man halt nur im Clan. Das lernt man halt nur im Clan. Was Ja. denn? Na, guck doch mal an, wie es vor dir aussieht. Da stehen vier von unseren Panzern. Tot. Und ich schätze mal, du wirst auch nicht mehr allzu lange leben. Ja. Warum? Im Clan lernst du hier den Vor an die Hucke zu fahren.
Der gesunde Menschenverstand sagt mir, wenn jemand über derjenige, der über die Hucke drüber wegfährt, verliert. Und wir verlieren, guck an. Weil sie auf der Hucke hirten alle Panzer abgeknallt haben. Stehst du hinten und lässt die anderen über die Hucke drüber wegkommen, dann bist du ja derjenige, der die Panzer abknallt, die über die Hucke kommen. Immer wieder dasselbe. Fahren alle vor auf diese Hucke hier und lassen sich abknallen. War nur die Wespe. Nein! Los geht's! Können wir hoffentlich noch... Kacke ist... Hier hinten ist noch ein Wolverine, deswegen fahr ich nicht vor. Sonst ist schon links rübergefahren, weil da nur noch der M3 Leon und der A20 steht. Nee, bleib du in Stellung hinten. Also bleib, fahr nicht über die Hucke drüber weg. Mach ich auch. Fahr keinesfalls über die Hucke drüber weg. Lass die doch kommen. So, Alter. Ist das die gleich von hinten kommen? Jetzt haben wir einen Durchbruchswagen noch verloren. Penner, ey. Ja, es ist... Na, dann fahr zurück. Och, Mann. Schießt und bleibt stehen. Denn? Nee, da hier, da ist 35 CA. Ich hatte jetzt nicht gemeint. Da hat geschossen und ist stehen geblieben. Und haben es natürlich runtergeschossen auf 4 HP. Ach, und das ist voller KV1 Essen, der Dank aber auch. Und da hat die kleine Kanone drauf, wie ich das, wenn ich das richtig einschätze, auf seinen, ja genau, hat die kleine drauf, auf seinen S35 hier. Öfter Lee. Ach, und Körper 1 von der Seite, ne, bringt. Vor, vorwärts, dass der Körper 1 dich nicht reinkriegt. Ach, jetzt kommt so ein verrechter Wolverine. Das war's. Wäre der Wolverine nicht gekommen? Wäre der nicht gekommen? Ich hätte den KV1 noch getötet und dann hätte mir den Krieger abgeholt. Nein. Tja. Nein, Mann. Genau deswegen bin ich nicht drüber gefahren, weil ich schon noch wusste, weil da der Wolverine ist, weißt du? Sonst wäre ich schon längst drüber gefahren. Das lief scheiße. Naja, das war schon gar nicht mal so schlecht. Das lief kacke. Wir haben jetzt einige hintereinander verloren, gell? Ich hab mit dir angefangen, gell? Ja. Ich hab ein Match alleine gewonnen. Wir haben 19 Stück gespielt, eigentlich 18. Und 10 Stück davon gewonnen. Also ich bin jetzt, ja, aber ich war jetzt in der Zwischenzeit schon über 50%. Jetzt bin ich wieder bei 47%. Ich bin bei 52. So, schon wieder gegen Sechser. Nee, das ist immer, das sehe ich am laufenden Band, gell? Die fahren da auf der rechten Seite, wo du warst, die fahren da hoch bis auf die Hucke und lassen sich von der Gegenseite, von der gegenüberliegenden Seite abknallen. Ja, aber statt, wenn man die kommen lässt, wenn man die kommen lassen will, gell? Man schreit auch, let sie kommen, gell? Die fahren vor. Wenn du dann alleine da stehst. Gegen 5 Panzer vor dir stehen und die kommen alle auf einmal rüber, da hast du keine Chance mehr. Können sie ja nicht. Es passen ja eigentlich über die Hucke plus maximal 2 Panzer zur gleichen Zeit drüber. 3 mindestens. Und wenn unten 5 stehen und warten, was da über die Hucke kommt, das Erste, was sie zeigen, machen ist... Machen sie aber nicht. Das ist ja das. Das machen sie ja nicht. Doch, du hast doch gesehen. Wir haben es doch gemacht. Unsere Leute haben es doch gemacht. Lassen.
waren da so dämlich und sind dorthin gefahren, haben sich alle abknallen lassen, alle Vierer, die da vor dir standen. Verstehst du? Die, wo ich dann getötet habe. Aber das lernt man halt im Clan, und im Clan haben sie halt immer recht und ja, man sieht, was dabei rauskommt. Deswegen gehe ich in keine Clans. Mach halt selber einen Clan auf. Nee, auch nicht. In meinem Clan, wo ich reingehen werde, lernt man Geduld zu haben. Und wenn man jetzt sich gegenübersteht halt und ein Hucke vorne dran ist, dass man die kommen lässt. Gefällt mir gerade nicht, dass ich hier in dem Loch drin stehe, aber es geht nicht anders. Weil der T43 jetzt gerade hier noch stand. Ist das dann runter zum nächsten Bunker? Was geht das an, wenn mein Plan lernt? Panzer 38 versucht hier. Der Vieh. Nein. Warte. Weg war. Sheraton. Sheraton. Ich glaube nicht, dass ich hier rüberwärts wirken kann, oder? Hallo. Hm? Ja, ich rede mit dir. Ja, ich war jetzt hier. Hast du gehört, was ich in meinem Clan lerne? Was lernst du in deinem Clan? Geduld zu haben. Ja. Dass man andere kommen lässt und nicht selber drauf fährt. Keine Ahnung was. Ist ja auch richtig. Ja. Normalerweise Geduld ist das Wichtigste hier bei dem Spiel. Aber in den Clans, da lernst du halt meistens, ja, ihr müsst vorrücken, fahr mit dem TT, bist, kannst du auch nee, wie nee. Mit dem TT. Mit dem TD kannst du auch fahren wie mit dem Dings hier, mit dem Leichten oder so, weißt du, also vorne an der Front und ja, jetzt vergessen. Na, der ist ja dann auch Resistent mit seinem KV1, oder? Was hat denn der gedacht, was passiert, wenn der hier einfach in der Gegend rumsteht? Ach schade, da ging ich durch. Steht ja mitten in der Busch da und fährt keinen Meter zurück, gell? Hat schon drei jetzt von mir drauf gekriegt. Ach schade, jetzt ging's leider daneben. Ah. Ne, jetzt ist er weg. Oh, sag mal, hier vorne ist ja noch so ein Lernresistenter hier hinten. Was bist denn du hier? Ich hab 2 Mann Abrader von unserer eigenen Hellcat bekommen. Verdammt. Von hinten. Von der eigenen? Ja. Ja, ich bin letztens, wie gesagt, das wollte ich vorhin schon erzählen, bin letztens ins Gefecht gegangen. Vor meine Stellung kommt so ein Wichser mit der Su 100Y, schießt mir einen Arsch. One Shot war ich fort. Ja, das machen. Das sieht jetzt mal nach einem guten Battle aus. Das machen sie, hab ich auch gerade gedacht. Das machen sie oftmals, weil du ein Dings im Namen hast, weil du ein LP im Namen hast. Wissen halt, bist Let's Player. Ja. Und. Was machen sie dann? Und dann schießen sie auf dich. Also, keine Ahnung. Hab ich einen LP in meinem Namen? Haben sie Angst, dass sie wie Arschlöcher da stehen, weil sie scheiße spielen, weißt du, wenn sie dann im Let's Play im Video auftauchen, weißt du? Deswegen, ich blende ja keine Namen ein bei mir. Ah, ich krieg die Artis leider nicht rein. Die hängen hier hinter der Hucke. Ich krieg sie leider nicht rein. Ich würde gerne noch eine drauf bratzeln, aber scheinbar, ja. So mal hinten an genau links an der Seite. Haben sie schon Lametta drauf gemacht. Die noch richtig so 2 Abpraller, so Striche. Und die rote Hellcat reingeschossen hat, ey. Sechsack. Weil da drüben stehen doch noch, was ist denn das? 8 Feier. Das ist Jagdpanzer 4 und LV39. Alles Jagdpanzer. Katze. Ach, Katze sah schön. Stucki. Huck weg war. Flup weg war. Ah, da muss ich erst über die Hucke drüber, scheiße. Da wäre ich wohl nicht mehr zum Schuss kommen. Ach, jetzt schon fort. Ah, V39, auch ein schöner Panzer. V39. Bam!
Nicht vom Alle Aussehen. weggerotzt hier. Nicht vom Aussehen her. Vom Aussehen her sieht sie Nee. scheiße aus. Aber Ach von der Gott. Dings war die nicht Ich hab schlecht. alles weggerotzt jetzt, ey. Ja, wie das denn? Fünfe habe ich gedacht. War das Fünfe? Wann warst du das mit den Fünfen? Ich hab's gar nicht geguckt. Nee, vier. Vier. Reicht der Achter, das war der A43. Zweite Klasse, Richtschütze und Panzerbrecher. So, warte mal, der Erröderik, was er frei, was er meint. Ja, genau, das ist auch, der Erröderik schreibt auch gerade, kleines überbewertet, willst du Spaß am Spiel oder soll WoT dein Leben beherrschen? Manche Clans übertreiben es derbe. Genau, das ist auch so ein Grund, warum ich nicht unbedingt jetzt in Clans rumturnen will. Okay. So, dass noch Zuschauer dazu gekommen, sehe ich gerade, dann wünsche ich auch einen guten Morgen. Ja, ich auch. So. Wir sind Jetzt heute sind wir mit. schon bei ganzen zwei Zuschauern. Wir sind heute. Ja, früh morgens, gell, um die Tageszeit, da liegen Leute normalerweise im Bett im Schlafen, gell. Ja, ich habe gestern Mittag bis um 4 gepennt, bin an dem PC bis jetzt. Aber ich war da eigentlich noch nie jetzt so übermäßig Zuschauer, gell. Also, wir sind ein paar Guck mal, wir Einzel. sind schon wieder im Fünfergefecht. Wir sind ein paar einzelne Zuschauer, einzelne wenige Zuschauer sind mir dann oftmals lieber wie größere Massen. Okay. Also wenn Ich ich habe hier, schon wenn. ein Let's Play gesehen, da waren über 500.000 Zuschauer drin. Ja, naja, wie gesagt, Der hat bei. auf YouTube über, da hat jetzt die 1.100.000 Leute geknackt. Der Vasili Eine oder der Million Doc. einhunderttausend. Beim Vasili und beim Doxen oder keine Ahnung bei wem noch alles, weißt du, Doch. gucken ja auch mehr zu. Aber wie gesagt, das Kennst du ist. Doc? Ich beneide da ja auch keinen, okay, also. Stefan. Bitte? Kennst du Doc? Doxen? Ja, freilich. Ja, der Den kommt immer auf unserem CS rum. gucke ich immer, Doxen. Ja, der kommt immer auf unserem CS rum. Auf unserem Clan CS. Genauso wie Sanossi, die kommen immer alle auf unseren TS. Mo auch. Falls du den kennst. So, ich habe ja jetzt angefangen, die Brücke abzudecken. Kennst du den? Mortality? Habe ich schon Mo? mal, ja, gehört, aber geguckt, glaube auch schon mal, aber erinnern kann ich mich Ja, jetzt nicht genau dran. der hängt auch immer bei uns rum. Die ganzen Let's Player hängen bei uns rum, ey. So, Nossi, alles drum und dran. Ach hier, Nessi, ja, den gucke ich auch, den habe ich auch abonniert bei YouTube. Den gucke ich Kennst du gerne. Broken? Ja, ne, der hat jetzt schon lange nichts mehr gemacht. Nee, 2 Monate nicht mehr, deswegen. Der ist ja krank irgendwie. Ja. Irgendwie ganz schwer. Aber ich. Ja. Ach Mann, ich wollte gerade sagen. Jetzt haue ich bei der Su-85, hau da die Kugel direkt vor die Su-85 in den Dreck rein. Ja. Er stand genau, er stand so schön abschussbereit da. So, das ist die Frage. Ausgeschaltet. Ich habe auch einen Abschuss. Ich habe auch einen Abschuss. hat er sich mit seiner Dings noch mal vorgemacht. Großer Fehler. Mit seiner, was war das mit der Stuck hier? Wollte er unbedingt einen großen Max markieren, ist noch mal vorgefahren. Puch, war fort. Warte mal, ich versuche mal hier rüberwärts zu kommen. Und. Ist da weg hier? Da ist weg. Ich hab Oh, Scheiße. durchgewartet. M4 von vorne. Ah. Ich muss hier zurück, sonst macht er mir hier einen Arsch warm. Wo bleibst du, die Mistfuhre? Wo kommst du raus? Du fährst doch garantiert nicht zurück mit deiner M4, oder? Hier bist du. Arschloch. Rummotzen hier, oder was? So, krieg ich den KV1 rein hier vorne?
Oh, was ist das hier? Oh, Scheiße. Da ist fort. Irgendwas beknistert mich hier von rechts wie Sau. Was ist denn das nur? Ich kann hier nicht stehen bleiben. Ach, so verschissener... Nee, was hat mich jetzt von rechts beknistert? Kämpfe gerade hart gegen einen AT2. Ich wollte dich... Indem ich nicht durchkomme. Ich wollte dich ja unterstützen. Das Problem ist halt, dass ich hier von rechts vom Sack... da ist noch ein KV1. Warum sagt mir das keiner? Ach nein, diese verschissene Art, die steht hier noch rum. Ach Mann. Damit habe ich jetzt weiß Gott nicht gerechnet. Dass diese verkackte Art hier rumsteht. Was soll ich finden, hier KV1 hinter dir? Diese verkackte Art, die steht die oben an der Brücke. Was sind das für Matches, ey? Und dieser KV-220, jetzt sehe ich erstmal, dass der auch mit hier oben ist. Wieso ist der nicht mit vorgerückt gleich? Das sehe ich jetzt erst. Ey, was sind das für Matches? Das sind voll geile Matches jetzt auf einmal. 1300 Damage. Ich habe drei Abschüsse, allerdings nur 523 Damage. Wir haben drei Matches gemacht, gell? Wir haben drei Matches gemacht. Und alle drei habe ich über 1000 Damage gemacht. Egal ob gewonnen oder verloren. Ich habe irgendwie voll das Herz gebrochen. Keine Ahnung warum. Schießt das Schwein ab, genau. Ja, meine Frage an Roterik, was ist denn, du spielst bestimmt auch World of Tanks. Also denke ich mal, was ist denn deine höchste Stufe? Meine? Nee, von Roterik. Das sollst du mal dann in den Chat schreiben. Und sie dann mal da schreibt gerade der Roderick, Top-LPs gibt es auch von Mighty Jingles und Kumpanen, da geht es ein wenig, was, da geht es ein wenig mit Fun und Spaß zur Sache. Ja, bei mir geht es halt nur mit Meckern zur Sache. Du meckerst doch gar nicht so viel. Der Roderick, du bist gerade gefragt worden, ob welche was deine höchste Panzerklasse ist, die du fährst. Genau. So. Ach, weißt du, was natürlich extrem ärgerlich ist? Mhm. Du drei Abschüsse, ich drei Abschüsse. Toll. Och, du Vogel. Waffenbrüder versaut. Wegen dieser verschissenen Art hier. Ja, die verschissene versaut. Die verschissene Art hier. Man kann hier auch nicht jedes, man kann hier auch nicht jedes Mal sich zurückziehen. Nee, es ging nicht anders. Ich wollte den AT2 und den KV1 unten noch beschießen, weißt du? Und fahre über die Brücke und drehe mich in dem Moment, wo ich mich nach links drehe. Wenn der KV20 jetzt nicht aus dem Cap rausfährt, dann kill ich den. Hör auf, das gibt doch bloß Punktabzug. Sperre. Wenn du mehr wie zweimal drauf schießt, sperre. Ja, ich hab letztens hatte mich, da hatte ich. Da war das Freund-Feind-Dings schon drinne. Oh, hör auf, die sperren dich. Der soll aber nicht kippen. Okay, dann ramme ich den jetzt tot. Das ist genau dasselbe. Wobei, willst du jetzt wirklich den T-34 suchen? Da kann sonst wo stehen. Der T-34 hat doch gespottet hier. Da siehst du, da ist er doch. Der hat noch 50 Leben. Und weg war. Nicht nochmal drauf schießen. Also noch mal ich gerade machen. Ja, die haben sich schon blau, die haben sich schon blau einsortiert. Bist du jetzt schon blau? Nee, doch scheißegal. Bin ich jeden Tag fast. Schadest dir letztendlich nur selbst. So, was gab's denn hier an WN8? Gab's da wenigstens ein bisschen. Naja.
L4. Wo steht denn das? Beim Dicklewitz sei Mod im Systemkanal. Ah. Wenn du rauf scrollst, dann Ja, siehst du ja ich habe hier schon WN8. Was hast du? 1419 WN8 jetzt bei dem Gefecht. Mist. Bei dem Gefecht. Bei dem Gefecht jetzt. Ja. Insgesamt bin ich jetzt momentan, also bei dieser Sitzung, also bei diesen 17 Gefechten, 1567 WN8. Ja, Mist, da habe ich 1105. Aber ich habe eine bessere, viel bessere WN8 in dem Game. Da habe ich 4054. Wie viel? 4000. 4054. Naja, wenn man richtig abräumt. Na? Wenn man richtig abräumt, dann gibt es schon richtig WN8. Okay. Ich bin eigentlich nicht so geil auf die WN8. Naja, es ist halt ein bisschen ein Indikator dafür, wie gut oder wie schlecht ein Spiel, oder eigentlich ist es eher ein Indikator dafür, wie extrem schlecht manche Spieler sind. Okay. Wenn du zum Beispiel hier den siehst, da haben wir jetzt zum Beispiel den in M7, der hat 5000 Gefechte. Der hat Welcher? 1200 Gefechte, der M7, auf unserer Seite. Der hat 1200 Gefechte auf dem Panzer. Okay. So, also spielt den ja ständig. Okay. Und hat eine WN8 von 100. Und das geht gottesfristigen Besen. Ah, er hat er jetzt eigentlich auf meine Frage geantwortet? Mal gucken. Müsste ich nachschauen, ist schon lange her. Hat schon lange nicht mehr gespielt. Wenn er ja für Stufe 5 hat, könnte er ja bei uns mitfahren. So, ich gehe wieder oben rauf zwischen der Häuser, gell? Bitte. Und deckt die Kleinstadt ab. Ich hoffe mal, dass diesmal ein paar mehr Guck mal, vorne drei, spotten. vier, fünfer Gefäße hintereinander. Das zu fassen. Glaubt ihr? Ja, so müsste es normalerweise immer sein, denn das macht dann auch mehr Spaß. Okay? Das macht. Jo? Guck mal, was der M7 bei uns macht. Es macht doch auch viel mehr Spaß, gegen gleichwertige Gegner zu kämpfen, als gegen irgendwelche übermächtigen Dinger, die dich mit einem Schuss wegmachen, gell? Ja. Mich kann nur mit einem Schuss 10er wegmachen. Ach, da Oder? ist der M5 3 Meter vorgefahren. Ach, verdammt. Da ist der M5 3 Meter vorgefahren. Ja, toll, jetzt habe ich die Granate noch in Dreck, na prickelnd. Ja, was ist denn jetzt los? Esse. Und kommt noch einer. Ha, verdammt, ist er so wieder weg. Oh, was ist das hier drüben? Komm her. Ha, verdammt. Ah, wo ist nun hin? Na. Genau, ach Komm du. mal, ich komme beim AT2 an der Seite nicht durch. Nee, oben auf dem Helm. So, dort Dings ist Geschichte. Dort T49, aber hier vorne steht noch irgendwo ein M4 rum. Ich komme nicht durch. Oben auf den Deckel drauf schießen, gell? Beim Dings hier. Beim AT2. Auf diese kleine Turmluke hier. Ja, weiß ich schon. Oh, was ist los? Wie steht hier schon wieder 3-5? Warte mal, ich mach mal hier mit vor. T49, da wird gerade mit dem Hetzer nicht fertig. Bei mir hat die Lorraine hat bei mir mit Gold kein Damage gemacht. Frage ist, schafft der Hetzer? Schafft der Hetzer jetzt mit den Dings hier? Wo ist der Hetzer?
Hier war es schön dahinter. Ah, wo ist der M4 auf immer hin? Oh nee, hau daneben. Ja toll. Oh, da ist ein Feuerlöscher drin. Ne, na gut, ist halt noch einer drauf, die Mistzore. So, was ist denn nun mit dem Hetzer hier? Schaffst du den heute noch mal oder kannst du den nicht leiten oder was? Wo hängt denn da? Ach, hier in einem Haus versteckt er sich, der Mistvogel. Komm, lass ihn uns einkreisen hier. Lange Rede, kurzer Sinn. Ein aufs Maul hier. Oh, Scheiße. Ah, was ist denn... Hast du oben da geschissen? Nee, ich krieg hier von hinten den Arsch voll. T49. Irgendwas beknistert mich hier wie Sau von hinten. Ach Mann. Ja, und dieser Arsch mit seinen... Du hast noch den Netzer rausgenommen. Arsch mit seinen T49 macht gar nichts. Ja, was ist denn? Ey, du hast noch den Netzer raus. Ja, wir haben schon wieder, ja. Ich seh's doch schon wieder. Dass wir schon wieder keinen Dings gekriegt haben. Der macht aber auch nichts, der Arsch mit seinem T49. Der bleibt da hinter der Hütte stehen und klotzt zu, bis mich zusammenschießen. Und jetzt lässt er sich selbst zusammenschießen, der Arsch. Mann. AMX40 und dann der T49, die haben mich platt gemacht. Hat muss doch gesehen haben, dass ich auf der einen Seite rausrücke, wie so verrückt, und dann ich auf der anderen Seite raus und schießt mit drauf auf den Herzer. Nee, da muss ich vollständig alleine rausnehmen, den Herzer sehe ich gerade. Na, den T49 drauf, das Schwein hat mich abgeschossen. Rache ist Blutwurst. Ey, du hast schon wieder Waffenbrüder versaut. Du ja. Tuck. Ja. Sag mal. Ich sammle keine Orden. Oh. Ich bin ein stiller Held. Man merkt. Ich bin ein stiller Held. Guck mal, ich habe schon wieder über 1000 Damage gemacht. Ich habe 1200 Damage gemacht und Großkaliber habe ich gekriegt. Wie, du hast mehr Damage gemacht als ich. Willst du mich jetzt verarschen? 1262. Aber ich habe mehr Erfahrung bekommen. Ja, weil du aufgedeckt hast, schätzungsweise Spielerunterstützung. Und die habe ich mehr aufgedeckt. Ich sag doch, das ist dieses. Ich habe das Gefühl, die haben bei Wargaming haben die eine Würfelmaschine stehen und danach sortieren die nachher ein. Ja, okay. Es ist schon manchmal sehr merkwürdig. Okay. Wenn die mit ihren Würfelmaschinen arbeiten. So. Warte, jetzt habe ich eine W8 von 1250. Die hat sich um 100 gesteigert. Und hatte eine W8 im Spiel von 3558. Jetzt nochmal zu deiner Information. Der Roderick schreibt gerade, mein höchster war, die Wolverine. Die Hellcat. Die Hellcat müsste nur noch gekauft werden. Also aufgedeckt hat er schon. Sein letztes Gefecht war bei Version 8.10 oder 8.11. Also, da kann er sicherlich nicht mitspielen, weil da muss er erstmal 5 Stunden lang nachinstallieren, um wieder auf... Beim Kumpel von mir dauert es nur 17 Minuten oder so, weil er pro Sekunde 15 MB lädt. Also ich hab eine 50.000er Leitung, also...
Das ist ja gar nicht das Downloaden. Das ist nicht das Problem. Das Downloaden, das geht verhältnismäßig schnell. Das Problem ist, dass der dann stundenlang braucht, um das zu aktualisieren. Also quasi jetzt auszupacken und also die Arbeit, die du auf der Festplatte eigentlich machen musst, dauert lange. Was machst Nimmst du denn, mal ein was paar Sachen. machst denn du an deinem Mikrofon? Das sind Geräusche. Ja. Im Übrigen, falls du es noch nicht gesehen hast, ich habe hier den an meiner Su-85 einen Stern, gell? Am Rohr. Ja. Ja. Wir haben es einen Stern aufs Rohr tätowiert. Also ich sehe eine Ich Dingsmarkierung habe hier. zwei Sterne an meinem Helm. Am Helm. Könntest du mal eine Su-85 nehmen, bitte? Ach so, Moment. Oder einen Panzer auswählen. Ach so, nee, ich will erstmal. Leute, ich tue jetzt den Stream noch mal kurz unterbrechen. Könnt ruhig dranbleiben. Ich will bloß nicht mit der Zeit in Probleme geraten. Also ich bin gleich wieder da. Hast du nicht erst vor einer Stunde neu gemacht?